Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der WM Koop Torwartkette zusammen mit Jan. Hi. Hi. So, mir ist gerade auch aufgefallen, also ihr könnt erstmal rechts oben beim Iber Jan vorbeischauen. Wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt da auch abonnieren. Er ist leider aus dem Projekt schon draußen, aber die letzte Folge könnt ihr euch von ihm auf jeden Fall noch anschauen. Und ja, er ist mit Russland rausgeflogen gegen Portugal und naja, kann man nichts machen. Ich habe aber hier gemerkt, dass wir hier komplett die Prognose von der echten WM spielen, zumindest mit Brasilien. Also ist natürlich klar, dass hier die Gruppenphase, dass wir hier gegen die Mannschaften wie in echt auch gespielt haben, aber dass hier Mexiko auch hier im Achtelfinale gegen uns spielt und jetzt Belgien im Viertelfinale, genauso wie in echt, das ist ultra nice. Ich bin mal gespannt, Brasilien gegen Belgien wird in echt ein mega Spiel, das ist für euch wahrscheinlich schon gewesen, weil die Folge erst ungefähr 5 Tage danach kommt, aber ja, für uns, wir nehmen das hier gerade vor dem Brasilien-Belgien-Spiel auf. Und ja, du hast einen guten Torwart, ich habe einen guten Torwart, das kann was werden. Ich bin mega gespannt und ich würde gern weiterkommen. Ja, ich habe einen besseren Torwart als du. So Leute, wer die letzte Folge übrigens noch nicht gesehen hat, wo wir gegen Mexiko gespielt haben, unbedingt anschauen. Ist ein bisschen längeres Video, aber es war sowas von spannend und sowas von krass. Also wer das verpasst hat, unbedingt anschauen, da habt ihr echt was verpasst, wenn ihr das verpasst habt. Okay, ich würde mich über eine Bewertung freuen, dann sehen wir, dass euch das Projekt gefällt und ja, let's go. Ich habe die Folge auch angeguckt. Hast du angeguckt? Weil da abgezockt im Titel stand, habe ich gedacht, wow. Oh, crazy. Muss krass sein. Nein, aber die Folge war echt nicht schlecht, oder? Ja, das war witzig. Aber es war Hammer. Okay, let's go, Leute. Hier Brasilien gegen Belgien. Damals in der ersten Staffel von Koop Torwartkette. Die Playlist auch mal rechts oben bei mir verlinkt, falls ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt. Da haben wir tatsächlich mit Spanien gegen Belgien verloren und sind dann gegen Belgien hier ausgeschieden. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt heute hier auch so ist. Hoffentlich nicht. Ach nee. Ach nein. Hier doch weg. Ja. Hilfe! Ja, komm jetzt! Jawohl! 6. Minute, erste Chance im Spiel. 1-0. Schöner Konter. Ja, es war echt ein schöner Konter. Ich meine, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte gerade richtig Panik. Wir haben halt beide lang kein Torwart mehr gespielt und sind nicht so eingespielt. Und was willst du machen, wenn er jetzt voll auf dich zurennt? 10 Meter vom Tor. Ah, schade. Aber kannst du nichts machen. Nee. Dann musst du halt einfach krass sein, aber das bin ich leider nicht. Ja, aber wie ich deine Brasilianer erkenne, schießen die noch irgendwie in den letzten 2 Minuten 5 Tore. Ja, Leute, letzte Folge, ne? Oh, jetzt! Nee. Thiago Silva, jawohl! Sowas ähnliches. Bloß, dass halt kein richtiger Konter war. Nicht. Ausgleich, 12. Minute. Jetzt nochmal ein Silva, ey. Ja. Die ganzen Silvas hier. Ne, die Silvas waren bei dir in der Folge, glaube ich. Deiner letzten Folge. Ja, aber das ist halt fast dasselbe. Er war noch ein bisschen näher am Tor, hat zwar eine andere Position gehabt und war jetzt kein Konter, aber da kannst du nicht viel machen. Das ist halt einfach so. 1-1. Beides eine hundertprozentige Chance. Komm jetzt. Ja, das ist meine. Rennen! Jawohl! Es ist. Oh Gott! Mein Tor. Ich bin wieder richtig gerannt, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn er den jetzt in die Ecke köpft, ne, dann stehe ich wieder so scheiße. Bin ja so neu gesprungen hier. Aber richtig schlecht geköpft, muss man schon sagen. Oh, schön gemacht! Jawoll! Richtig gutes Passspiel. 25. Minute. Das sind halt bisher alle drei Tore, da kannst du nichts machen. Ich weiß nicht, was ich hier besser hätte machen können. Bin einen Schritt nach links und dann gesprungen. Und ja. Kacke, echt kacke. So, jetzt vielleicht die direkte Antwort. Nee, da ist Courtois da, oder beziehungsweise du bist da. Oh, komm, nee, oder? Schon wieder, die kommen schon wieder. Das kann doch nicht sein. Und in der Mitte ist schon wieder einer. Belgien kontert die ganze Zeit, jawohl. Oh, shit. Ah, oh, schade. Zack, da sind wir zweimal zur Stelle. Ah, oh, das kann nicht sein. Das ist so ätzend. Weil ich weiß halt, wenn die es gut machen, kann ich... Oh, es war sogar abseits. Wenn die es gut machen, dann kann ich halt nicht mal was gegen tun.
Oh, ja, ja, das war nicht schlecht. Oh, das war echt gut. William! Nein. Jetzt William! Und er schießt jawohl daneben. Oder du warst dran, naja. Weiß ich nicht. Doch, aber doch. Ja? So, ich glaube ja, nicht, dass klar er so daneben geschossen hat. Doch, hat er. Weil ich hätte es trotzdem gemacht. Was? Ja, klar, ich war dran, habe ich gesehen. Richtig guter Torwart. Ja. Oh, jetzt! Ah, oh, da war ich dran. Was für eine Parade. Alter. Kotatotopoulos. Oh Gott. Komm. In die Mitte und jetzt muss aber der Schuss kommen. Mach doch mal einen Schuss jetzt. Da ist er und da ist das Tor. Das war richtig. Boah, wie meiner gesprungen ist. Das war so richtig so. Hä, okay, falsch gedrückt. Hast du in die andere Ecke oder was? Ich bin nach oben gedrückt und so, das sieht man auch gleich, dass der so. Ich habe gesehen, dass er so komisch gesprungen ist, aber ich ja wusste ja nicht, was du gedrückt hast. Ja. Ja, gut, der Schuss war so oder so nicht schlecht. Also, man hätte ihn haben können, aber so ein angeschnittener Schuss ist halt auch immer schwierig zu halten. Also, ich bin mir nicht sicher, ob du ihn gehalten hättest, wenn du richtige Richtung gedrückt hättest. 2-2 hier, Leute. Ausgleich nach 35 Minuten schon wieder 4 Tore. Heftig. Ja, Wiederführung, Belgien ist da. Also den hätte ich haben müssen. Ich will mir das nur angucken, was ich hier gemacht habe. Aber Ecke-Tor. Es kann nicht sein, den hätte ich haben müssen. Ich glaube, der ist auch echt und zu weit oben gekommen. Kopfball, ja, der Kopfball war echt gut. Weil ich stand eigentlich ja gar nicht so kacke und ich bin auch gesprungen. Ah, oh, Leute, ich habe bisher noch keinen Ball so richtig gehalten. Der eine war halt abseits und sonst. Oh Mann, ey. Jetzt vielleicht Neymar. Nee, Außennetz. Also wir gehen halt auch nie in Führung, ist auch so ein bisschen das Problem. Ich würde mich zwar freuen, wenn wir jetzt wieder den Ausgleich machen, aber wir gehen halt immer in Rückstand und dann Ausgleich. Wenn wir jetzt einen Ausgleich machen, das wäre ganz geil. Nee, mach dir nicht. Jetzt! Nein! Oh! Ja. Erzählt, glaube ich, erzählt. Er ist drin und das war sowas von knapp und sowas von glücklich. 3-3. Das ist ein scheiß Tor. Mann. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich reingeschnitten habe, dass du gesagt hast, du, wir machen keinen Ausgleich. Ah, ja, das Tor war echt nicht so geil, aber es ist halt echt wieder ein Ausgleich. Wieder ein Ausgleich. Ich meine, nicht schlecht von Neymar, ja, dass er den so reinmacht. Ja. Aber es war halt schon echt ein bisschen, naja. Jetzt! Jetzt! Was für ein Kack! Mein Gute war abgefälscht, aber das hätte man trotzdem besser machen können. Oh, Neymar holt ihn sich wieder, aber du hast ihn auf jeden Fall gut gehalten, muss man sagen. Hm. Und jetzt William ganz frei. Oh, wie geil war das denn? Und easy. Was? Was? Hat er nicht gemacht. Doch. Hat er nicht gemacht. Ey, die wollen, glaube ich, nicht in Führung gehen. 13-7 Schüsse in der ersten Halbzeit. 3-3. Unglaublich heftig, was hier abgeht. Aber das hat er jetzt nicht gemacht. Das war jetzt nicht sein Ernst, oder? Das, nee. War meine Macht. Und guck dir das an. Wie kann man so einen Ball überschießen? Meine Macht. Wie kann man den. Oh mein Gott, wir hätten jetzt in Führung gehen müssen, das kann nicht sein. Wegen dem Scheiß verlieren, na. Oh, oh, oh. Gabriel Jesus jetzt. Vielleicht ist noch jemand in der Mitte. Ja, bremst sogar nochmal ab und spielt auf William. Nochmal zurück und nochmal zurück. Ey, was haben die jetzt gerade für ein Glück? Pfosten, Pfosten rein. Ja, wie geil war das denn? Aber es war nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Oh man. Also es war schon echt richtiges Glück. Zum ersten Mal gehen wir in Führung, schon wieder so viele Tore, 7 Tore einfach in der 55. Also es war schon echt viel Glück dabei, aber es war auch gut gespielt hier, 3-4 Pässe, richtig gut. Und ja, wie gesagt, ist halt ein Glück, aber da kannst du so oder so nichts machen. Oh, Traumtor, 57. Minute, Belgien Ausgleich, 4-4. Keine lange Führung für Brasilien. Wurde nicht zugelassen. Also Leute, ich verspreche euch eins.
Ganz ehrlich, ich verspreche euch eins, wenn wir jetzt weiterkommen, dann nehme ich den anderen Torwart. Ich nehme Ederson. Wie ist der denn gesprungen? WTF? Also ich dachte safe, dass ich den hab. Er war halt schon im Eck, aber ich dachte safe, den kriege ich. Komm. Neymar in die Mitte. Jesus! Oh, war das knapp. Wäre der nochmal abgeprallt. Also ist ja, abgeprallt, aber dein Spieler war da. Aber richtig stark gehalten. Gehabt. Ja. Hast trotzdem gut gemacht. So, komm jetzt, Belgien. Ja, komm, komm, komm. Jawohl, da macht er den Schritt nach links. Und das war der Fehler zum 5:4. Was ist hier los? Also wenn Brasilien spielt, dann gibt es viele Tore. Ist unrealistisch zwar, finde ich, aber es ist halt FIFA. Heftiger Scheiß. Du hast halt den Schritt noch rüber gemacht, ne? Ja, hätte er nicht dahin schießen können. Ist ein Arschloch. Ach Leute, 5:4 jetzt. Ich hoffe, das bleibt jetzt mal so. Ja, jawohl. Nochmal der Pass nach unten. Und jetzt William zieht in die Mitte. Ja, noch ein paar Übersteiger und jetzt tatsächlich in die Mitte, aber der Schuss leider ein bisschen verzogen. Komm Belgien, hey. Hör doch mal auf, Mann. Komm, Brasilien, ey. Oh, tatsächlich. Oh, shit. William, jetzt hast du noch mal die Möglichkeit und der verkackt schon wieder. Richtig stark gemacht wieder von dir. Danke sehr. Und so muss es sein. William hat es wieder nicht geschafft. Ah, oh, Mann, ich will mal mit 2 Toren in Führung gehen. Sonst muss ich hier mit der Angst... Ausgleich, Belgien. Ich muss hier mit der Angst leben, dass Belgien wirklich noch ausgleicht. Och nee. Och. Jetzt ist nein, es soweit. Nein. Ja, oh, daneben. Ich glaube, meiner hat ihn wieder nicht gehalten. Hätte er getroffen, also. Doch. Ich glaube, zwischen Pfosten und Ding wäre noch ein bisschen Platz gewesen. Jawohl, schön kombiniert. Aber jetzt werden die Schüsse wieder kacke. Bis wir den Ausgleich kassieren. Die provozieren das auch irgendwie. Habe ich das Gefühl. Komm schon, Belgien jetzt, das ist es. Mit Ansage. Ja, no. Komm jetzt, Brasilien, das ist es wirklich. Mit Ansage. Aber sowas von. Nee, das ist nicht mit Ansage. Doch. Guck. Siehst du, hast du gesehen? Ja, meine Ansage hat geklappt. Das ist es nicht mit Ansage. Und das ist es. Richtig behindert einfach. So, das ist es jetzt. Ah, wie geil. Wenn es echt ist, ja, das ist dann wäre es traurig, weil wir haben die 84. Spielminute jetzt, Leute. 84. Das müssen wir noch über die Bühne bringen hier. Nee, das ist es. Da kommt. Oh Gott. Oh, da kann man erst den ersten Ball mal halten. So gefühlt. Wenn es nicht sogar der erste ist. Jetzt geht er wieder offensiv. Oh Gott. Nach vorne gehen. ja. Jetzt, das ist es, mit Ansage. Wenn wir jetzt machen, dann hast du einfach den Angriff eingeleitet. Ja. Das, komm schon. Ja. Oh Gott, ist das schlecht. Ab nach hinten. Hilfe. Bleib mal bitte vorne. So, die letzte Minute läuft. Oh, Scheiße. Da ist er draußen. Schieß doch. Was Scheiße. Machst du? Ja. Er wartet einfach. Aber jetzt, ja. Da ist die Entscheidung. Oh. 6:4 in der dritten Minute Nachspielzeit. Was für Spielverderber. Da gehen wir nochmal mit 2 Toren in Führung. Ich meine, das wäre jetzt eh der Abpfiff gleich. Also, kein Problem hier. 6:4. 10 Tore, Leute. 10 Tore. Das ist unnormal. Meine letzte Folge kann's toppen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ne, wisst ihr Bescheid. Aber das ist schon krass wieder. Im Viertelfinale gegen Belgien, das ist so unrealistisch. Also wenn man sich das alles wegdenkt, so 6-4, 2-0 kann man sich denken, aber okay, ja. Gut, wir sind weiter, Leute. Wir sind im Halbfinale, heißt, es gibt auf jeden Fall noch 2 Folgen. Denn selbst wenn wir im Halbfinale verlieren, sind wir dann im Spiel um Platz 3. Wenn wir gewinnen, wären wir zum ersten Mal im Finale. Also ich habe ja den WM-Modus bisher nur einmal gespielt und dabei bin ich ja im Spielplatz um Platz 3 gewesen. Und jetzt halt eben nochmal.
hier in dieser Karriere. Mal gucken, ob wir es tatsächlich schaffen, ins Finale zu kommen mit Brasilien. Ich bin gespannt, gegen wen wir jetzt spielen. Das gucken wir uns noch schnell an, bevor sich aber noch hier... 20 Schüsse. So Leute, gegen wen dürfen wir spielen? Ich bin mir gespannt. Spanien oder Frankreich? Es wird Frankreich. Frankreich ist weitergekommen im Halbfinale. Kann realistisch sein, Leute. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es bestimmt schon, aber... Ja, mal gucken. Also vielleicht ist tatsächlich Frankreich gegen Brasilien. Wäre crazy, wenn wir hier auch das Spiel nochmal wie in echt simulieren. Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Folge, ob wir dann in Spiel und Platz 3 landen oder im Finale. Wie gesagt, schaut bei Jan vorbei und dann bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.